Uni gekommen von einer Vortragsbesprechung. Hab die Kamera da stehen sehen und dachte mir so, hä, heute ist ja schon wieder Dienstag und nicht nur der Tag vor meinem nächsten Vortrag. Und da ich euch letzten Freitag schon so vollkommen kommentarlos, ja, Jeannie, bitte reden Sie jetzt, wie war deine Woche? Da ich euch letzte Woche Freitag schon so kommentarlos ohne Video gelassen habe, dachte ich mir, ihr verdient wenigstens an diesem Dienstag ein kleines Update von mir und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Doch, letzte Woche war Fashion Week in Berlin. Ich glaube, ich muss erstmal meine Jacke ausziehen und in den letzten Jahren war ich eigentlich immer dabei bei der Fashion Week oder ich muss eigentlich eher sagen Saisons. Und habe mir wenigstens irgendwelche Shows angeschaut und war auf Veranstaltungen. Kurz Jacke ausziehen. Das habe ich dieses Jahr leider nicht so richtig geschafft, weil ich, wie gesagt, dieses blöde Ding Prüfungsphase hatte. Ich nehme euch mal mit in die Küche und mache mir einen Kaffee, während ich mit euch laber. Oh Gott, hier sieht es furchtbar aus. Das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war eine Veranstaltung von Blogfoster. Für alle unter euch, die auch bloggen, YouTuben oder einen Instagram-Kanal haben, verlinke ich euch das Portal mal unten in der Infobox. Bei denen kann man so an Kampagnen und sowas teilnehmen. Die haben eingeladen in den Beauty-Salon Whedon hier in Berlin. Und da habe ich mich mit Franzi getroffen. Und wir haben uns schön das Gesicht machen lassen. Die Augenbrauen, das habt ihr in meinem Make-up-Tutorial schon gesehen. Dass ich euch oben hinter dem i verlinke, ich weiß schon nicht mal mehr, wo es i ist. Und ja, haben das sehr genossen. Danach wollte ich euch eigentlich mein schönes Make-up abfilmen und auch mein Outfit zeigen, aber irgendwie war dann so wenig Zeit, weil ich noch einen Blogpost schreiben musste für Hallhuber. Den verlinke ich euch auch mal in der Infobox, damit ihr mit dem Video wenigstens ein bisschen Material habt, was ihr euch anschauen könnt. Und ja, danach ging es dann auch schon nach München. Das erzähle ich aber gleich. Erstmal mache ich mir einen Kaffee. In München war ich eigentlich nur für eine Nacht. Wer auf Insta-Stories ein bisschen geschaut hat, hat gesehen, dass ich ein paar Snippets gepostet habe. Mein Instagram-Kanal verlinke ich euch natürlich auch immer in der Infobox. Da war ich so schlau, dass ich nur meine Hinfahrt und meine Ankunft im Hotel gevloggt habe. Die Frage von Funk da. Wir haben ein bisschen über Paleo geredet und Sport gemacht und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Michael und dem Team drumherum ein bisschen was zu quatschen und zu filmen. Das müsste diese Woche theoretisch online gehen. Wenn das schon ist oder dann kommt in der Laufe der Woche, findet ihr das auch unten in der Infobox. Die Infobox wird super voll. Und da bin ich dann am Mittwoch spätabends, kurz vor Mitternacht wieder hier in Berlin angekommen. Und dann hieß es für mich Hausarbeit schreiben. Da habe ich hauptsächlich meine Zeit am Schreibtisch verbracht und in der Uni tatsächlich mal gesessen. Richtig schön in der Bib. Da darf man natürlich nicht filmen, deswegen gibt es da nicht so wirklich Bilder. Und ja, dann am Samstag habe ich tatsächlich den letzten Tag genutzt mit Stefan, weil der nämlich nach London geht. Ja, ab dem Samstag, diesen Samstag, der jetzt kommt, ist der
in London. Er verlässt mich. Er lässt mich ganz alleine in Berlin. Und davor müssen wir aber jetzt noch einen Umzug nach München machen. Das werden wir jetzt dann am Donnerstag und Freitag machen. Und morgen muss ich noch meinen Vortrag halten. Also ich habe im Moment einfach wirklich unglaublich viel zu tun. Und ich glaube, jetzt kann ich meinen Kaffee langsam weggießen. Ich hoffe auf euer Verständnis deswegen, dass das im Moment mit den Videos ein bisschen kurz kommt. Habe ich jetzt schon gesagt, dass ich mich dann nur noch um das Thema für meine Bachelorarbeit erstmal kümmern muss und dann kann ich endlich wieder schöne Videos für euch machen. Also ich habe schon einen Plan, der hoffentlich aufgeht für nächsten Freitag und auch für den Dienstag. Dann habe ich was Schönes, was für mich relativ einfach nebenher zu filmen ist, wo ich aber natürlich wieder meinen kleinen Twist reinbringen möchte. Ich möchte zumindest versuchen, das Video ein bisschen anders zu machen, weil ich kann einfach nicht einfach, auch wenn ich keine Zeit habe. Ja, so sieht das aus. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür, mich hier in Ruhe hinzusetzen und den Kaffee zu trinken. Und dann muss ich meinen Vortrag zu Ende machen. Ich muss noch ein bisschen Stichpunkte sortieren und die Präsentation zusammenstückeln. Ich halte die Präsentation mit jemand anderem zusammen. Das schicken wir dann noch ein bisschen hin und her. Und Stefan hat mir versprochen, obwohl er jetzt noch so wenig Tage hier hat, für mich... Ja. Ja. Willst du Kaffee? Dini, hast du auch Stress? Musst du auch Sachen abgeben und Futter suchen und so? Dini hat ein neues Fell. Oh, da wollte ich auf das Fell zeigen. Ja. Das war mein Update. Ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen um Genie kümmern und die bespielen, meinen Kaffee trinken und dann mein Zeugs fertig machen. Wir sehen uns auf jeden Fall wahrscheinlich, nein, wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder, wahrscheinlich eher abends, aber bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Bis dann, tschüss!